Die Grenzen sind löchrig, wir können das nicht schaffen. Das überzeugte ihn nicht. Er meinte, wir können das schaffen. Ich sagte, was wäre, wenn Ihr Sohn letzte Woche im Irak gefallen wäre? Er sah mich an, als wäre ihm das nie in den Sinn gekommen. Und natürlich wäre ihm das nie in den Sinn gekommen. Es würde nicht sein Sohn sein, sondern die Söhne von den Farmen und von den Städten. Er sagte, das überzeugt mich immer noch nicht. Ich versuchte dann ein moralisches Argument. Ich fragte ihn, sind Sie einer derjenigen, die fordern, dass die 10 Gebote in Schulen und Gerichtsgebäuden aufgehängt werden? Er sagte, ja, das ist eine großartige Idee. Ich meinte, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, gibt es ein Gebot, wonach man das Öl seines Nächsten, die Güter seines Nächsten nicht begehren soll. Du sollst nicht lügen. Es gibt ein Gebot, das lautet, du sollst nicht stehlen. Und dann gibt es noch eins gegen das Töten. Also möchten Sie vielleicht 4 Gebote abziehen und nur 6 in den Schulen und Gerichtshäusern aufhängen. Ich sagte, dies ist eine moralische Frage. Wir sollten keine unbewaffneten Zivilisten erschießen und mehr Gewalt verursachen. Und was hat er geantwortet? Er machte kehrt, ging zu seinem Geländewagen, betete für billiges Benzin und fuhr davon. Ich will das Öl. Ihnen Bildung bringen, Demokratie bringen und Ihnen Ihr Öl wegnehmen. Scheinbar hat jemand zu viel LSD genommen und die Sache falsch verstanden. Der Großteil der Bauarbeiten, der überwiegende Teil, ich würde sagen 90% von dem, was ich gesehen habe, wurde nicht für die Irakis durchgeführt, sondern für die US-Militärbasen. Betonstrukturen, unglaublich beständig, um Tausende von Soldaten für eine lange Zeit zu beherbergen. Das amerikanische Volk wird über all das im Dunkeln gehalten. Wenn es deine Show nicht gäbe und die Programme von ein paar anderen und das Internet, hätte niemand die Chance, die Wahrheit zu erfahren. Cindy Sheehan hat eine menschliche Dimension zu dieser Sache hinzugefügt. Sie sagte, Menschen wie mein Sohn sterben, viele Irakis sterben. Warum stellen wir uns nicht die Frage, ob dieser Krieg überhaupt einen Sinn macht? Wollen wir wirklich, dass unsere Söhne und Töchter geopfert werden für was eigentlich? Wir wissen nicht, was passiert. Meine Kinder wissen auch nicht alles, was in die Entscheidungen mit einfließt, die ich in meinem Haus treffe. Sie müssen in den Entscheidungen nicht mit einbezogen werden, weil ich es besser weiß als Sie, denn ich bin besser informiert. Und ich gebe Bush dasselbe Vertrauen. Ich meine, wir haben ihn gewählt. Wo haben wir unsere Freiheit verloren? Überall im Land. Das Heimatschutzministerium geht gegen Gogo-Bars vor, Spielzeugladenbesitzer, Grasdealer. Das ist alles zugegeben. Ist Ihnen bekannt, dass der Golf von Tonkin-Vorfall nie wirklich geschehen ist? Die Tonbänder von Johnson wurden veröffentlicht. Wolfowitz und Pearl, Abrams und diese Typen, die hatten den Krieg lange geplant. Es geht um Imperialismus, um das Ausbeuten der natürlichen Ressourcen eines Landes, Gier und Macht. Es geht nicht darum, Amerika sicherer zu machen. Es geht nicht um Freiheit und Demokratie für das irakische Volk. Ich glaube, dass Amerika von Beginn der Bush-Administration an darauf vorbereitet worden ist, das US-Militär einzusetzen, um die Kontrolle über strategische Gebiete der Welt auszuweiten. Das Downing Street Memo wurde veröffentlicht. Es zeigt, dass bereits im Juli 2002 der Chef der britischen Geheimdienste nach seiner Rückkehr aus Washington zu Tony Blair sagte, die Sache ist beschlossen und unvermeidlich. Der Krieg wird gerechtfertigt werden durch die Bedrohung durch Terrorismus und Massenvernichtungswaffen. Die Geheimdienstinformationen und Fakten würden den Kriegsplänen entsprechend zurechtgebogen werden. Hier ist der Beweis, dass all die Geheimdienstinformationen und Rechtfertigungen für den Krieg von Anfang an ein Betrug waren. Der Think Tank namens Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert, speziell das Dokument Der Umbau von Amerikas Verteidigungssystemen, ist die Forderung nach einer völligen Dominanz der Vereinigten Staaten. Ich denke, der am meisten beängstigende Teil dieses Dokuments lautet, diese Transformation von Amerikas Verteidigungssystemen wird ein revolutionärer Wandel sein. Und er wird nicht schnell verlaufen, es sei denn, ein katalysierendes Ereignis geschieht, wie ein neues Pearl Harbor.
not going to happen at all quickly, absent a new catalyst of massive proportions, for example, a new Pearl Harbor. In Crawford fanden wir Leute, die glaubten, dass Massenvernichtungswaffen im Irak gefunden wurden. Es wurden keine Massenvernichtungswaffen im Irak gefunden. Machst du Witze? Du glaubst das? Natürlich wurden welche gefunden. Es stimmt. Dieser Mann würde einen guten Bürger abgeben in Orwells Buch 1984. Wenn wir sie alle wegholen, heißt das dann, dass wenn er in der Lage gewesen wäre, dass er dann immer noch... Das ist im Geist, weißt du? Sheehan hat einen Werbespot laufen, in dem es heißt, Bush log, mein Sohn starb. Über was hat Bush gelogen? Die Massenvernichtungswaffen? Er hat nie gesagt, dass niemand sterben wird. Das ist Krieg. Ich glaube, Leute meinen, dass Bush über Massenvernichtungswaffen log, nicht darüber, dass Truppen sterben werden. Aber hat er gelogen? Diese Waffen waren dort. Die autoritäre Macht des Staates, die die Regierung besitzt, ist sehr gefährlich. Wir leben heute in Staaten, in denen die Macht der Bürger, nachzufragen, Beweise zu fordern, Erklärungen zu verlangen, diejenigen in Kontrolle zur Verantwortung zu ziehen, zunehmend systematisch verringert wird. Das ist sehr gefährlich in einer Demokratie. Dick Cheney, John Bolton und andere sagen jetzt, der Iran wäre eine unmittelbare Bedrohung. Der Iran könnte bald nukleare Waffen haben. Genau das Gleiche, was sie über den Irak gesagt haben. Es müsse sofort etwas unternommen werden. Er sagte das Gleiche über den Irak und wie du sagtest, er wurde beim Lügen ertappt. Warum sollten wir ihm über den Iran glauben? Ich bin hocherfreut, Ihnen, dem amerikanischen Volk, zu verkünden, dass laut der neuesten Einschätzung der US-Geheimdienste der Iran für weitere 10 Jahre unmöglich in den Besitz einer nuklearen Waffe gelangen kann. Lassen Sie mich das wiederholen. Der Iran kann für 10 weitere Jahre nicht in den Besitz von Nuklearwaffen gelangen. Wir müssen uns fragen, ob unsere Regierungen nicht absichtlich Feinde erschaffen, um ihre Pläne zu rechtfertigen. Zwei der größten Finanziers von Wahlkampagnen für die Präsidentschaft sind die Öl- und die Waffenindustrie. Es liegt in deren Interesse, dass wir in Länder wie den Irak einmarschieren. Werden wir die Israelis nukleare Anlagen im Iran angreifen lassen oder machen wir es selber? Ich sage, das ist verrückt. Absolut verrückt. Das Problem ist, dass die Leute, die die Politik gegenüber dem Irak und dem Iran kontrollieren, in den 80er Jahren, während ich Präsidenten und andere Leute briefte, weitläufig als die Verrückten bekannt waren. Du kamst am Montagmorgen zur Arbeit und jemand sagt zu dir, rat mal, was die Verrückten am späten Freitagabend gemacht haben. Jeder wusste genau, wer gemeint war. Wolfowitz, Pearl, einige von denen, die das sinkende Schiff wie die sprichwörtlichen Ratten verlassen hatten. Wolfowitz und der Rest von ihnen, sie waren die Verrückten. Es gibt viele Leute, die eine ablehnende Meinung haben über diesen Krieg, andere Leute als Cindy Sheehan. Andere haben auch Söhne und Töchter verloren in diesem Krieg. Cindy sollte nach Hause gehen und ihren kleinen Protest auf eine andere Art durchführen, als es so klingen zu lassen, als wäre sie die einzige Stimme Amerikas. 3 Wochen später bekam dieser Herr und viele andere ihren Wunsch erfüllt. Freie Meinungsäußerung wurde auf einem Gebiet von mehreren 100 Quadratmeilen um Bushes Ranch in Crawford verboten. Jetzt darf man nur noch auf Privatgrundstücken protestieren. Oder in festgelegten Zonen, wo niemand den Protest sehen kann. All diese Schilder für die Touristen wurden aufgehängt. Lasst Freiheit herrschen. Wir wollten unseren Tag in Crawford damit beenden, dass wir den öffentlichen Highway zu jener Stelle befahren, an der der Secret Service 2 Meilen vor Bushes Ranch eine Straßenblockade errichtet hatte. Uns wurde befohlen, wir sollten verschwinden, als befänden wir uns in einem Land der dritten Welt. Das, obwohl wir gültige Presseausweise hatten. Sie müssen in Ihr Fahrzeug einsteigen und zurückfahren.
Wirklich?